600 Kilometer südwestlich und 40 Jahre vor dieser Begebenheit, lag eine Frau unter einem Mann in einem Bett. Die 70er Jahre gingen dem Ende entgegen. Die Frau hieß Gisela, war 29 Jahre alt, hatte dunkelblonde, leicht gelockte Haare, braune Augen sowie eine Stupsnase und studierte Sozialpädagogik im 11. Semester. Ihr Lebensgefährtin hieß Günther, war 35, hatte ziemlich viele verschiedene Dinge studiert, zuletzt Deutsch und Geschichte auf Lehramt und absolvierte derzeit das Referendariat am Gymnasium in Kassel. Der Mann, der in diesem Moment auf Gisela lag, war jedoch nicht Günther und sah auch nicht so aus, als würde er Günther heißen. Gisela und Günther führten eine Wochenendbeziehung. Günther wohnte in einem möblierten Zimmer in Kassel und Gisela in einer WG in Heidelberg. Sie organisierte mit ein paar Freunden einen studentischen Filmclub, in dem am Vorabend ein Film namens Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, gezeigt worden war. Und der Mann, unter dem Gisela jetzt lag, war der einzige Mann im Publikum gewesen, der nicht offensichtlich schwul oder offensichtlich von seiner Freundin zur Veranstaltung geschleppt worden war. Bei der Diskussion nach dem Film hatte der Mann nichts gesagt, aber seine Blicke wanderten immer wieder zu Gisela und ihr Blick konnte sich von seinem nicht lösen. Erst später war er klar geworden, was an ihm anders war als bei vielen anderen Männern. Er schaute ihr nicht auf die Brüste, er tastete ihren Körper nicht mit dem Blick, er sah ihr einfach in die Augen. Dass der Mann überhaupt zu dieser Veranstaltung gegangen war. Geht's euch gut? Es gibt ja schon Vorkommnisse von Kontrollverlust im Publikum. Ich sehe es mit Interesse. Gut, dass der Mann überhaupt zu dieser Veranstaltung gegangen war, war Teil einer Strategie. Es fiel ihm nicht leicht, Frauen kennenzulernen. Wenn er eine Frau attraktiv fand, dann hatte er sogleich die Angst, ihr damit zu nahe zu treten, ihr etwas aufzudrängen, was sie nicht wollte, und eine Ablehnung zu provozieren, die ihn wiederum im Kern seiner Seele treffen würde. In dem Land, aus dem er stammte, fühlte er sich damit allein auf weiter Flur. Aber in dem Land, in dem er jetzt war, fühlte er sich noch auf ganz andere Art allein. Viele Frauen in diesem Land betrachteten ihn mit schlecht verhohlener Abneigung, als sei er aus minderwertigem Material gemacht. Andere fanden ihn aufregend, eben weil er anders aussah. In beiden Fällen fühlte er sich behandelt wie ein exotisches Tier. Ein etwas älterer Studienkollege, der aus demselben Land stammte, aber schon mit 14 nach Deutschland gekommen war, hatte ihm eines Abends den Rat gegeben, Soziologie ist schön und gut, aber da lernst du niemanden kennen. Die Frauen sind komplizierte Zicken, die Männer sind selbstgefällige Großmäuler und die fangen miteinander Beziehungen an, in denen sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, weil die Frauen eben Zicken sind und die Männer Großmäuler. Und wenn dann doch mal eine interessante Frau dabei ist, dann hat die garantiert einen besonders schlimmen Männergeschmack. Also, studier Soziologie, wenn du auf Soziologie stehst, aber wenn du auf Frauen stehst, dann mach was anderes. Und zwar Kunstgeschichte. Da sind die schönsten Frauen und die Männer interessieren sich meistens nicht für die Venus von Botticelli, sondern für den David von Michelangelo, wenn du weißt, was ich meine. Mach ein oder zwei Seminare in Kunstgeschichte, notfalls im fünften Nebenfach. Ich habe keinerlei Ahnung von Kunst, hatte der Mann erwidert. Ich würde dort schwitzen und rot werden, mich als völlig Ignoranten entlarven. Würdest du nicht. In Kunstgeschichte kannst du ein ganzes Studium absolvieren, ohne einen Funken Ahnung von der Materie zu haben. Andere können das, ich könnte es nicht. Der Kommilitone hatte geseufzt und gesagt, du bist deutscher als die Deutschen. Dann mach Freizeit Aktivität. Mach nicht Sport, dann ziehst du immer den Kürzeren gegen irgendeinen Platzhirsch. Und die Mädels, die auf Sportler stehen, sind eh nicht unsere Zielgruppe. Orchester sind gut, da muss man halt ein Instrument spielen. Chöre, schwierig. Da sind viele Frauen mit energischen Kindern, die sich selbst und die Welt sehr ernst nehmen und beides nicht richtig auseinanderhalten können. Und auf Kirchentage gehen. Glaub mir, mach irgendwas mit Literatur, Film, Theater, Kunst. Da sind immer schöne Frauen. Der Mann hat am Ende beide Ratschläge befolgt, aber in den kunsthistorischen Seminaren hatte sich nichts ergeben und bei den Lesungen, Vorträgen und Theaterabenden, die er besuchte, auch nicht. Dann hatte er den Aushang des Filmclubs gesehen und sich gedacht, vielleicht kommt hier beides zusammen. Bei diesem Film werden vermutlich nicht viele Männer im Publikum sein, die sich für Frauen interessieren, aber vielleicht wird da irgendeine Frau sein, bei der ich nicht gleich denke, dass sie denkt, dass ich sie vergewaltigen will, weil ich schwarze Haare und dunkle Augen eine große Nase habe. Das hatte Gisela in der Tat nicht gedacht. Der Blick dieses Mannes löste in ihr etwas aus, für das sie sich irgendwie vor sich selbst schämte. Sie fand seinen Körper nicht attraktiv. Er war nicht besonders groß, kein bisschen sportlich, eher ein bisschen dicklich. Sein Haaransatz hatte bereits den Rückzug angetreten. Günther sah besser aus. Doch Günther sah sie nicht mit diesen Augen an. Wenn Günther sie ansah, dann bekam sein Gesicht und sein ganzer Körper diesen Hundeblick, der sagte, ich werde dich niemals verlassen.
Im Blick dieses Mannes dagegen, der nach der Vorführung von Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, im Publikum saß und Gisela ansah, in diesem Blick lag etwas, das in Gisela den Wunsch weckte, sofort mit ihm zu schlafen. Nicht der Homosexuelle ist pervers, dachte sich Gisela, sondern wir alle. Da sitzt dieser südländisch aussehende Typ, Araber oder Marokkaner oder was weiß ich, den ich gar nicht besonders attraktiv finde, er schaut mich an, ich will mit ihm schlafen und finde es selber gleichermaßen pervers und erfüllt. Oder auch erfüllt, weil es pervers ist. Jetzt, wenige Stunden später, lagen sie in Giselas Bett, sie unten und er oben. Dem Mann war das nicht ganz geheuer. Er hätte nichts dagegen gehabt, in Deutschland eine Frau zu finden, zu heiraten und sich nie wieder bei seinen Eltern bringen zu lassen, vor allem bei seiner Mutter, neben der es keine Luft zum Atmen gab. Doch er hatte nicht das Gefühl, dass dieser Sexualakt in so eine Richtung führen würde. Gisela hatte ihn nach dem Ende des Filmgesprächs mit einer beiläufigen Bemerkung angesprochen und ihn eingeladen, mit den Filmclub-Organisatoren in eine Kneipe mitzukommen. Als die Gruppe sich auflöste, hatte ich ihm vorgeschlagen, in einem anderen Lokal noch Labsacker zu trinken. Er sagte wenig und sprach so leise, dass sie im Lärm der Kneipe jedes Mal nachfragen musste. Sie mochte seine Stimme und gleichzeitig tat er ihr leid und dazu kam ein Stück Abneigung, denn sie wusste, dass sie spätestens bei Tageslicht auch seine Stimme nicht mehr mögen würde. Sie wollte mit ihm schlafen und sie nahm nicht an, dass er das nicht auch wollte. Als sie ihm in der zweiten Kneipe den Arm um die Schultern legte, war der Mann überrumpelt. Als sie sich dann anschmiegte, erstarrte er zu Stein. Als sie ihn kurzerhand küsste, setzte sein Herz für einen Moment aus, doch dann sagte er sich, aha, so ist das also in diesem Land. Mach es wie die Einheimischen. Lerne und versuche zu verstehen. Gisela hatte in ihrem Leben schon mehr Sex gehabt als der Mann. Es war nicht sein erstes Mal, aber auch nicht sein 20. Er war fest entschlossen, sich das nicht anmerken zu lassen. Also versuchte er, sie so ranzunehmen, wie man es als Mann ja vermutlich machen musste. Gisela fand diese Vehemenz etwas befremdlich, das hatte sie so nicht erwartet. Vor allem aber spürte sie sein Gewicht und dachte, du könntest dich wohl mal ein bisschen leichter machen, mein Freund. Günther war da deutlich geschickter. Ich kriege kaum Luft, keuchte sie. Ich kann nicht atmen, mach dich ein bisschen leichter. Erschrocken stützte er sich auf und verlagerte sein Gewicht auf Ellbogen und Knie. Ist das so? Ja, aber du kannst trotzdem weitermachen, nicht einfach aufhören. Spätestens als er kam, war er klar, dass es bei diesem einmal bleiben würde. Dieses mechanische Gefühl war unter dem Strich enttäuscht und sie konnte sich nicht richtig erklären, was der Mann eigentlich wollte. Ihre Beziehung zu Günther hatte mit all dem wenig zu tun. Günther und Gisela waren sich einig, dass Konventionen wie Monogamie und Treue nur die Fassade waren, hinter der sich kapitalistisches Besitzdenken verbarg. Günther wollte Gisela nicht besitzen, er wollte mit ihr zusammen sein und sich in diesem Zusammensein die Freiheit bewahren, auch andere Frauen zu lieben und auch diese Frauen nicht zu besitzen, genauso wenig wie sie ihn. Günther und Gisela hatten in ihren Elternhäusern gesehen, in was für eine Alltagshölle die Institution der Ehe führen konnte und sie waren sich einig in dem Entschluss, nicht in dieser Hölle zu enden. Dieses schweigende Unglück, diese zähe Masse aus nie offenbarten Sehnsüchten, dieses Missverständnis, in dem Leute sich aus jugendlicher Verknalltheit eine lebenslange Fesselung machten, das sollte ihnen nicht passieren. Immer wenn sie gemeinsam eines der beiden Elternhäuser besuchten, in dem die Eltern saßen und an den erwachsenen Kindern ins Leere vorbeischauten, in ihr restliches Leben, in einem engen Tunnel, atmeten Günther und Gisela hinterher befreit auf und dachten, so wollen wir nie sein. Sie konnten sich vorstellen, gemeinsam Kinder großzuziehen. Günther mochte den Gedanken, eines Tages ein Kind zu haben, das zu ihm aufschaute und ihm Fragen stellte. Manchmal, wenn er irgendwelche Haushaltsdinge tat, führte er dabei in Gedankengespräche mit einem imaginären Dreijährigen und erklärte dem Kind, was er alles macht. Doch zugleich befremdete ihn der Gedanke, seine Gene weiterzugeben. Er wusste ja gar nicht, was für Gene das waren. Sein eigener Vater war in den letzten Tagen des Krieges bei der Verteidigung irgendeiner Reihendrücke von einer Granate in Stück gerissen worden. Günther war im Januar 1946 zur Welt gekommen, in einem Land aufgewachsen, das vollauf damit beschäftigt war, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Bei einigen seiner Freunde fehlten die Väter, bei anderen fehlten den Vätern Arme oder Beine, aber man sprach nicht darüber, was gewesen war. Andererseits sprach man dauernd darüber. Der Krieg war in den Gesprächen der Erwachsenen stets präsent, aber immer nur im Hintergrund, als Nebensatz, als beiläufige Erwähnung. Günthers Mutter heiratete 1948 einen neuen Mann und sprach nicht mehr viel über Günthers Vater. Eine Weile noch hing neben ihrem Kleiderschrank ein schwarz-weiß Foto von einem jungen Mann in Wehrmachtsuniform und als er in eine größere Wohnung umzog, verschwand das Foto in einem Karton und kam nicht mehr zum Vorschein. Als Günther dann älter wurde, informierte er sich über die Nazi-Zeit und was er erfuhr, erschütterte ihn. Was mochte sein eigener Vater in dieser Zeit getan haben? Hatte er Menschen gefoltert oder getötet? War er ein blonder Herrenmensch, ein Sadist, ein Ungeheuer gewesen?
Was für Gene waren das also, die Günther da weiterzugeben hatte? Und war die Idee, sich selbst in Form von Nachwuchs zu reproduzieren, nicht auch schon faschistisch? War dieser Gedanke zu Ende gedacht, nicht die Keimzelle der ganzen Blut- und Bodenideologie? Günther und Gisela hatten oft über diese Dinge gesprochen. Gisela hatte gesagt, dass sie es schön finde, Kinder von verschiedenen Männern zu haben. Sie konnte sich den Zusammenhang nicht ganz erklären, aber der Gedanke, eine traditionelle Familie zu gründen, löste ihre Beklemmungen aus. Es hätte sich angefühlt, als hätte ihr eigener Vater, der ein autoritärer Schreihals war, damit am Ende doch noch gewonnen. Sie wollte diesem Mann keine Macht geben. Sie wollte keinem Mann Macht geben. Sie wollte Kinder mit verschiedenen Männern. Oh, wow.